Zeitmaschine unter dem Bett. Gestern kam mein bester Freund aufgeregt an die Schule. Er setzte sich neben mir und begann zu erzählen. Stell dir vor, als ich am Morgen aufgewacht habe, habe ich zufälligerweise mein Handy heruntergerissen. Als ich es unter dem Bett hervorangeln wollte, habe ich etwas Merkwürdiges entdeckt. Es hat so ausgesehen, als eine kleine Schachtel mit vielen winzigen Druckknöpfen. Ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Ich habe es hervorgezogen und neugierig habe ich einen Knopf gedrückt. Es hat angefangen zu bammern und zu sausen, kleine, bunte Funken sind hervorgesprungen und im Nu habe ich mich auf einer merkwürdigen Stelle gefunden. Die kleine Schachtel war noch in meiner Hand, aber mein Zimmer war weg. Ich habe um mich komische Pflanzen gesehen. Die Geräusche, die ich gehört habe, waren ganz fremd und ehrlich gesagt ein wenig beängstigend. Ich war so verwirrt, dass ich ganz laut aufgeschrien habe. Vor Schrecken habe ich den Knopf wieder gedrückt und mir nichts, dir nichts war ich wieder in meinem Zimmer. Ich meine, ich habe eine richtige Zeitmaschine. Diese Geschichte ist nicht wirklich zu Ende. Jetzt bist du gefragt. Erzähle oder schreibe, wie diese Geschichte weitergeht.